und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es das März-Update. Und keine Ahnung, wenn man das so sagt, es ist halt einfach mega krass, weil jetzt ist der März vorbei. Und danach kommt noch der April und der Mai. Und dann sind meine 10 Monate hier vorbei. Und dann geht es einfach wieder zurück nach Deutschland. Und das ist halt einfach, keine Ahnung, ich will da eben noch gar nicht drüber nachdenken, aber das ist halt einfach mega krass, wie schnell die Zeit hier so vergangen ist. Aber naja, auf jeden Fall wollte ich euch jetzt einfach mal ein bisschen erzählen, was so im März passiert ist. Und zwar mein erster Punkt ist das zweite Track Meet. Und ihr wisst ja, dass ich Track gemacht habe. Und genau, da war dann halt am Anfang einfach das zweite Track Meet. Und da war es wieder saumäßig kalt und windig und ein bisschen nass auch. Also, keine Ahnung, das war halt am Anfang vom März. Und da hatten wir, im Februar gab es mal so eine Woche irgendwie, wo es so richtig heiß war. Also richtig heiß. Und danach wurde es wieder so richtig kalt eine Woche lang. Und dann wurde es wieder eine Woche lang erträglich. Und dann wurde es wieder richtig kalt. Und das war halt in so einer kalten Woche. Und es ist einfach so krass, dieses in Georgia wechselt das Wetter halt einfach. Da kannst du dich nicht drauf verlassen. Wenn es am einen Tag 25 Grad Celsius sind, kann es sein, dass es am nächsten Tag 10 Grad Celsius sind. Also hier ist es halt echt unberechenbar im Frühling und auch im Herbst war es genauso. Mein nächster Punkt ist dann, dass ich verletzt war. Und zwar dadurch, dass man halt jeden Tag rennt, kann es auch mal zu Verletzungen kommen. Und meine Shinsplints waren halt relativ schlimm. Das ist halt einfach eine Verletzung im Schienbein, wenn man halt zu viel rennt. Und wenn man da halt nicht aufpasst, kann es halt passieren, dass der Knochen anfängt zu splittern und sowas. Von daher habe ich dann halt aufgehört zu rennen. Ich bin zum Arzt gegangen, habe mir einen Attest geholt. Und dann bin ich halt erstmal für eine Woche nicht gerannt, habe dann auch einen Meet verpasst und konnte da dann halt nicht rennen, aber naja. Danach bin ich dann auch noch krank geworden und hatte irgendwie alles Mögliche, also meine Nase war komplett zu, mein Hals, die Ohren. Da bin ich dann irgendwie für 3 oder 4 Tage zu Hause geblieben, bin dann auch zum Arzt gegangen und das ist voll lustig. Ich meine, ich hatte ja im Prinzip nur eine Erkältung. Ich weiß nicht, was es war. Also es ging halt echt nicht weg, deswegen sind wir halt auch zum Arzt gegangen. Aber er meinte halt, du brauchst kein Antibiotikum. Ich gebe dir jetzt eine Spritze und halt Tabletten zu nehmen. Und dann hat er mir eine Spritze gegeben. Und das ist voll lustig. Ich habe noch nie gesehen, dass wenn man krank ist, so eine Spritze bekommt. Aber die geben einem halt eine Spritze und die hat dann halt einfach alles aufgemacht. Und einen Tag später ging es mir richtig gut wieder. Klar war ich dann noch so erkältet, aber das war halt echt nichts mehr, das war so richtig krass. Und als ich dann wieder gesund war, haben Susanna und ich in Geschichte ein Deutschlandreferat gehalten. Weil meine Geschichtslehrerin, wir hatten den Zweiten Weltkrieg in Geschichte. Und meine Geschichtslehrerin war dann so, ja, wollt ihr nicht irgendwie über Deutschland ein Referat halten? Jetzt, wo wir so viel über Deutschland gesprochen haben. Und ich dachte mir so, geil, jetzt wo wir nach dem Zweiten Weltkrieg so alles Negative von Deutschland besprochen haben, sollen wir eine Deutschland-Präsentation machen. Aber das haben wir dann halt gemacht und wir haben dann einfach über Deutschland gesprochen, wie Deutschland heute ist und die Bildung und alles Mögliche halt. Wir haben halt mehr so die positiven Dinge über Deutschland aufgezählt, weil wir uns halt dachten, jetzt haben wir alles Negative gelernt in Geschichte, jetzt müssen wir denen halt auch mal zeigen, dass wir auch positive Sachen haben. Und das war eigentlich echt, das kam auch ganz gut an. Also die haben dann auch viele Fragen gestellt und sowas, also das hat denen auf jeden Fall gefallen. Und dann hatten wir auch schon Midterms. Und Midterms, das habe ich glaube ich hier schon mal erzählt, halt bei den letzten Midterms, ist halt in der Mitte vom Semester einfach eine Prüfung über alles, was in dem Semester bisher passiert ist, so in jedem Fach. Und letztes Mal bin ich glaube ich durch 1 oder 2 durchgefallen und sonst war es ganz gut so. Dieses Mal bin ich durch gar keine durchgefallen und ich habe alle eigentlich relativ hoch bestanden, also so hohes B oder A. Ich glaube in Englisch hatte ich irgendwie gerade so ein B. Aber das war auf jeden Fall, ja, ganz gut diesmal. Aber man muss halt auch sagen, Midterms, die sind in der Mitte vom Semester und das ist einfach so krass, weil das zeigt halt auch wieder, dass halt einfach die Mitte vom Semester um ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Genau, und dann letzte Woche waren die JV Region Championships für Track. Und da habe ich auch teilgenommen, weil meine Verletzung jetzt heute auch wieder weg ist. Also jetzt am Ende von der Season ist alles wieder gut bei mir. Und da habe ich aber nur gesprungen. Da habe ich gesprungen? Da bin ich aber halt nur gesprungen. Und genau, ich habe dann den 5. Platz gemacht. Warte, ich habe auch eine Medaille gewonnen. Genau, hier könnt ihr meine Medaille sehen. Genau, das ist halt auf jeden Fall die Medaille, die ich für den 5. Platz gewonnen habe. Und das war total lustig, halt einfach da mitzurennen und wieder halt beim letzten Meet von der ganzen Season halt nochmal mitzumachen. Und das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich war echt froh, dass ich da mitgemacht habe. Jetzt ist halt einfach Track vorbei
Und wir haben keine Practice mehr jeden Tag. Ich muss jetzt halt jeden Tag wieder im Bus nach Hause gehen. Es ist halt einfach, keine Ahnung, voll komisch jetzt, weil ich war halt die letzten 3 Monate war ich halt jeden Tag so bis 4 oder 5 in der Schule. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe eigentlich nie Hausaufgaben gemacht, weil wir halt einfach keine Hausaufgaben mehr aufhaben wirklich. Und dann, keine Ahnung, war halt eigentlich der Tag so vorbei. Und jetzt ist es halt so, jetzt komme ich wieder um 2:30 nach Hause und ja, keine Ahnung. Aber wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, noch ein paar Mal so rennen zu gehen. Ich meine, der Track ist halt, also das Sportfeld ist halt offen für alle zugänglich. Von daher werden wir wahrscheinlich dann noch ein paar Mal hingehen und nochmal rennen gehen. Und ja, mein allerletzter Punkt ist jetzt Spring Break. Die hat angefangen. Gestern am Karfreitag war der letzte Schultag. Und jetzt haben wir eine Woche frei. Genau, es ist einfach, keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Zeit jetzt einfach so schnell vorbeigegangen ist. Weil, keine Ahnung, jetzt lebt man hier so und dann muss man eigentlich auch schon wieder weggehen. Aber naja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video.